Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir machen weiter hier mit Rollercoaster Tycoon 3. Und ja, wir sind hier gerade bei so einem Affenhaus. Wir haben hier so ein paar Stände zum Anschauen. Und ja, hier haben wir eine epische Achterbahn. Ich weiß gar nicht, stehen da wirklich Leute an? Das Ding ist nämlich nicht ganz billig. So, mal gucken hier, raus scrollen. Oh, 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 nein. Ach, wo bin ich? So, da bin ich. Ach komm, willst du mich verarschen? Dann drehen wir das halt. Oh, es stehen tatsächlich Leute an. Denn diese Bahn hier ist wirklich nicht wirklich billig. Boah, aber die hat... bringt wirklich richtig viel Kohle rein. Also da fassen wir auch nichts an. Das können wir, denke ich mal, ein bisschen teurer machen. 94. Vielleicht lässt sich auch irgendwie noch die Schlange verlängern. Weil das ist doch schon ganz schön doof. Aber das sieht schlecht aus. Muss ich zugeben. Deswegen lassen wir es einfach. So. Das Teil hier... das ist nicht so begehrt. Das ist ja auch immer noch nicht an. Ja, wunderbar. Habe ich vergessen, das Ding anzumachen. Ich schaue hier nochmal, aber die Leute stehen hier ja an. Also das ist schon eröffnet. Ja, passt nicht zum Stil dieser Szenerie. Das weiß ich. Aber ich will ja auch nur diese blöden Affenballons-Dinger verkaufen. Und jeder, der sich hier kein Affenzeug kauft, der ist wirklich dämlich. Affenballon, ja siehst du. Die sind ja süß. Wer kauft sich denn einen Nilpferdballon? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, das passt nicht zur Szenerie, aber wir haben hier noch... das ist ja geil. Aber wir haben ja hier noch die Aufgabe. Da können wir mal raufgucken. Ja, super. Das war die einzige, wo wir was... na, ist ja schön. Das wird ja nie im Leben klappen mit den Affenballons. Jungs, der Affenballon, der ist... okay, dann müssen wir das halt kostenlos machen. Hier. Nehmt euch diese Dinger mit. Nehmt euch diese Affenballons mit. Ja, den gibt's kostenlos. Wieso kaufst du dir einen Elefant, du Idiot? Aber ich muss sagen, der Laden brummt, oder? Dann können wir eigentlich direkt zu dem Teil... oh. Sind's wieder doch recht wenige. Lasst uns das bei 2 Euro belassen. Das geht schon in Ordnung. Hier können wir dann auch nochmal einen Affenballon anbieten. So, wo ist das? Safari-Hut. So. Ich will gerade mal gucken. Synchronisieren. Wenn wir den jetzt auch synchronisieren... scheiße. So. Oh, und es gibt das erste Gorilla-Kindchen, weil so können wir natürlich auch Kohle kriegen durch Tierverkäufe. So, jetzt wollen wir aber endlich einmal weitermachen, und zwar an dieser Stelle. Ja, dafür nehmen wir nochmal ein bisschen Geld auf, scheiß auf die Zinsen. Und jetzt fangen wir nämlich hier mal an. Ah nee, wartet mal. Bevor wir das machen, möchte ich nochmal ganz kurz gucken, ob es hier noch so ein paar Kotzschleudern gibt, die ein bisschen Geld bringen. Fliegender Teppich zum Beispiel ist immer recht beliebt, muss man so sagen. Das lohnt sich eigentlich immer, das Ding zu bauen. So, deswegen machen wir das auch. Haha, weil das ist nicht teuer und wir brauchen einfach so ein paar Fahrgeschäfte, die halt auch gutes Geld reinbringen. So, das ist jetzt allerdings ein bisschen doof. Da müssen wir den Eingang mal ein bisschen weiter nach rechts machen. Das reicht ja auch schon. So. Nein, was mache ich denn? Aber warte mal, das hier könnte auch gut aussehen. Oh, was ist das? So. Ist da irgendwas im Weg? Nö.
Wunderbar. Dann haben wir hier direkt noch einen fliegenden Teppich. Und ich denke mal, hier geht auch noch so eine kleine Attraktion rein. Wie gesagt, wir müssen uns da einfach jetzt auf Erfahrungswerte so ein bisschen berufen. Oder wir gucken halt einfach mal, dass wir so also das richtige Thema, so die Bahn dann reinbringen. Und das ist hier dieses Space-Zeug, Sci-Fi. Ja, okay, vergesst es. Der ist kein Sci-Fi, der Bewegungssimulator, im Ernst? So, was haben wir denn hier noch, was eigentlich immer ganz gut läuft? Einfach mal alles angucken. Topspin haben wir leider nicht. Also wir bauen hier noch so ein... Kettenkarussell hin. Die laufen eigentlich auch immer ganz gut. Dann können wir hier wunderbar den Platz nutzen. Dann hier geht es einmal runter und wieder hier hin. Und zack. So, dann haben wir das schon mal. Das sind dann einfach immer so ein paar Bahnen hier und da, die dann wirklich auch ein bisschen profitabel sind. So, haben wir hier ein paar Leute, die hier drin sitzen. Das ist ja sogar halb voll. Das ist ja schön. So, und jetzt fangen wir wirklich an, hier unser schönes... wäre natürlich einfacher, hier irgendwie das zu bauen, wenn wir den Weg hier schon fertig hätten. Aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Vielleicht lasse ich den auch einfach. So, wir machen hier jetzt einfach... wo denn überhaupt? Zäune. So, alle beiden anderen Affenarten, die wir brauchen, die gehen hier mit Maschendrahtzaun. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann man die nämlich auch wunderbar zusammen belassen. So. Und dann machen wir hier mal ein richtig geiles Gehege. Eigentlich alles. So, und dann hier nochmal. Und hier... und hier. So, und dann drehen wir das und dann hier nochmal so ein bisschen. Das ist auch nicht so teuer. So. War nicht zu groß. Wobei, das kann schon ruhig bis hier oben. Dann hat man hier oben nämlich noch Platz, den Weg lang zu führen. So, da müssen wir hier ein bisschen Platz lassen. So. Und dann können wir das hier eigentlich dann auch direkt verbinden. Zack. Das wollte ich jetzt da eigentlich nicht. Müssen wir den einen Streifen hier mal wieder wegnehmen. So. Cheshire-Katzen, was soll das sein? So, hier, dann hier nochmal ein bisschen, dann hier noch ein bisschen. Und zack. So, wow, das ist echt groß. Meine Herren, ich glaube, hier geht aber noch was, oder? So, bis hierhin. Ah, nee, das nicht. So. Und so. Und das hier natürlich noch verbinden. Und meinetwegen dann hier nochmal, dass es nicht ganz so ruppig aufhört. So. Das ist mal riesig. Meine Herren. Gut, dann können wir hier vorne, das geht nämlich auch ganz gut. Wenn wir jetzt anfangen, hier mal die Galerien dann zu machen, können wir hier nämlich einmal... Uiuiuiui. Oh, das ist aber schade. So, macht aber nichts. Scheiß drauf. Ach, hier geht's nicht. Ja, das ist doof. Aber hier. Na, da kriegen wir es aber auch gleich noch hin. So, da muss ich mal schauen. Machen wir mal den blöden Stein hier weg.
So. Ja. Ich denke mal, das reicht auch. Also hier vorne, da möchte ich noch einmal, da müssen wir es dann noch mal ganz kurz ein bisschen verkleinern. Jetzt vielleicht reicht das sogar so schon. Ja, wunderbar. Dann können wir es nämlich so machen, dass wir hier den Weg dann auch dahin machen. Und dann kommt das hier nämlich weg. Gut, das ist doch ganz nett. Jetzt müssen wir die Dinger natürlich nur noch eröffnen. Und Geld verlangen. Das ist noch wichtiger. So, machen wir auch zwei. Ich glaube, bei dem anderen kostet es ja auch, glaube ich, überall zwei. Ja, und die sollten wir vielleicht hier auch nochmal aufmachen. Das habe ich nämlich vergessen. Bei einigen. Ist aber nicht so dramatisch. Die anderen waren ja offen. So, dann. Das hier muss auf. Das hier ist auf. Das hier muss. Und das. Und was hast du, Idiot, denn hier zu suchen? Und wenn jetzt ein Einsatz ist, wo willst du dann hin, du Trottel? Naja. So, das ist doch schon mal richtig, richtig cool. Hier vorne, da können wir es nochmal dran ändern, dass wir den Weg einfach ein bisschen umleiten. Der kommt dann hier und den nehmen wir dann weg. Und hier finden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen, die hier so zwischenpassen. So, mal so ein paar Lücken. Ihr wisst schon warum, was da hinkommt. So. So, was? Was? Gesundheit von Grace Gorilla? Was ist denn damit jetzt falsch? Ihr habt sie doch nicht mal alle. Schrille Räder, das ist ja schön. Wieso, was hat denn Grace? Das ist doch so schön hier. Ne, ohne Scheiß. Was ist denn verkehrt? Ja, dann nehmt sie doch weg. Ist mir doch egal. So, wir können mal eben ganz kurz schauen. Hier haben wir, oh, hier haben wir jetzt sogar eine Schlange. Ach komm, 3,40 reicht. Da will ich jetzt nicht rumfuschen. Nachher ist die Schlange weg und das ist dann zu teuer. So, hier kann man aber mal beigehen. So, 1,80. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus jetzt im Mai von den Einnahmen? Von den Bahntickets? Wow, was? 1355? Das ist heftig. So, jetzt brauchen wir noch Schimpansen. Dann können wir jetzt in dieser Folge sogar die erste Aufgabe abschließen. Und ich würde ganz gerne, glaube ich, wieder dieselbe Wiese nehmen wie hier auch. Das sieht eigentlich sehr schön aus. So. Und dann machen wir das hier so ein bisschen großflächig hier. Zack. Guckt mal, wie freundlich das dann auf einmal aussieht, ne? So, hier. Ja, guckt, das sind die Berge. Die Berge gehen nicht, okay. Ach komm, dann können wir echt überall rüber gehen, oder? Dann haben wir hier einen ganz anderen Park. Guck mal, wie anders das jetzt aussieht. Ist das geil. Kostet das eigentlich Geld? Nö, ne? Und wenn, dann ist es nicht teuer. Oh, guck mal, was das für eine Oase ist jetzt hier auf einmal. Hammer. Hammer. Ich meine, man könnte auch sowas hier machen. Oh, ist das Augenkrebs? Was ist das für ein Scheiß? Das ist echt für Bergspitzen und so. Ich meine, man kann da echt richtig fette Sachen mitmachen. Mit diesen Farben. Aber das war jetzt echt nur für Bergspitzen. Da könnte man hier oben sich mit austoben. Die Berge sind jetzt nicht so groß, aber...
Hier so, hier ist oben ein bisschen, ist ja Schnee und so. So, hier so, zack, zack, zack. Das sieht dann authentisch aus. Halbwegs. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Das gefällt mir. So. Wunderschön, ne? Vielleicht hier so eine weiße Schneespitze. Ah, guck mal, ist das herrlich. Sieht das nicht aus wie ein echter Berg? Na gut, so. Rum. Genug geblödelt. So, wir brauchen jetzt Affenhäuser. Und zwar genug. Das heißt viele. So, machen wir das einfach mal. Ah, oder wisst ihr was? Machen wir das in der nächsten Folge. Ist auch okay, oder? Ja, dann machen wir dann Affenhäuser. Ich möchte eben nochmal ganz kurz schauen. 2 Euro, ja, ist ganz gut gefüllt überall. Ja, und dann setzen wir dann natürlich die Affen hin. Dann machen wir das erste schon mal fertig. Ich hoffe, danach können wir die Zinsraten ein bisschen sinken, wenn wir hier 10 Schimpansen drin haben. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis dann, weil aktuell zahlen wir nämlich an Zinsen pro Monat, wohl bemerkt, 300. Das ist, nee, doch. Ja, das ist nämlich ganz schön viel, das rechnet sich ja auch irgendwann. Und ja, wäre schön, wenn ihr denn auch wieder dabei seid, Leute. Nächste Folge geht's weiter. Macht's gut, bis dann.